Im heutigen Video möchte ich euch diese Colored Pencils vorstellen und macht natürlich ein kleines getestet Video dazu. Mehr dazu nach dem Intro. Hallo ihr lieben Kreativen. Wie ich euch schon in meinem Action Haul gesagt habe, möchte ich für diese Colored Pencils, die neuen, auch ein extra Video machen. Und wir schauen uns die heute an und probieren die ein bisschen aus. Also wie ich schon gesagt habe, es gibt zwei verschiedene Farben. Hier sind die Farben drin. Wir packen jetzt eins von denen aus. Sagen wir mal, machen wir mal mit den grün-blauen, weil sonst habe ich immer rosa. Komischerweise dann immer die Stifte rosa zum Ausprobieren. In erster Linie habe ich es mir ja eigentlich gekauft, wegen diesen Deko-Dreh drin. Oh, siehst du, jetzt muss es schon wieder kaputt machen, weil ich es wieder nicht rauskriege. Wegen dem Dreh da drin, wo man die verstauen kann. Sie sind jetzt folgendermaßen, das Dreh ist ja altbekannt. Hier können Sie es an die anderen dran stöpseln. Jetzt schauen wir mal kurz. Nehmen wir mal das da. Und soweit ich weiß, drehen wir es halt mal um, müsste es drauf zum Stöpseln gehen. Ha, schaut's her. Es passt auch drauf auf diese kleinen Boxen. Allerdings seht ihr ja hier den Unterschied. Es steht hier und hier über. Also man könnte jetzt mehrere diese Boxen dann nehmen, draufstellen. Dann hat man eine extra Box für seine Colored Pencils oder Buntstifte besser gesagt. Da sind eben diese Holzstifte drin. Die haben hier in vier verschiedene Abteilungen. Man nimmt halt von das und zieht es raus. Ihr zieht es raus und so liegen es da drin. Ganz einfach. Tolle finde ich, man kann es komplett rausnehmen. Ah, da ist auch noch ein Karton drin. Cool. Ja, damit es nicht umeinander flippern und umeinander shaken. Gut. Wie ich schon erwähnt habe, sind das genau dieselben Buntstifte wie aus den Metalldosen. Nur jetzt in dieser schnuckeligen Box und es sind halt nur. Ja, nur, sage ich, in der Blechdose sind auch bloß 18 drin, sondern da sind jetzt 44 Stück drin. Das sind die vorherigen Boxen, Metall, Watercolor-Effekt. Hier steht dasselbe auch drauf, Watercolor-Effekt. Also gehe ich davon aus, es sind dieselben, sie schauen auch gleich aus. Es sind unterschiedliche Nummern, die fangen in dem Bereich von 163 und gehen bis 250. Das waren die letzten, die gehen bis 123. Also fehlt dazwischen zwischen 163 und den 123 fehlen 40 Stück. Also ich denke mal, da ist noch eine Box, die vielleicht kommt mit 44 Stück. Oder man muss sie wie die Twin Markers nachkaufen. Wir machen jetzt nochmal schnell den da auf. Also Watercolor-Effekt, wer es nicht weiß, heißt, die sind wasservermalbar. Im ersten Blick meint man, das schaut ein bisschen kleiner aus, dreht man es so hin. Sind die sogar ein bisschen spitzer. Und ihr seht ja auch gleich hier, schaut genauso gleich aus, hier dasselbe. Wir nehmen jetzt nochmal den 165, schwarz, es steht Premium-Qualität drauf, Deko-Time. Sie riechen auch so wachsartig, wie ich schon beim letzten Mal gehabt habe. Jetzt schauen wir mal, haben wir da so eine ähnliche Farbe. Ja, da nehmen wir die dunklere. Im Endeffekt gleichen die sich. So, jetzt schauen wir bloß, dass wir sie durcheinander bringen. Dann habe ich meine obligatorischen Kätzchen wieder. Ja, ich habe halt sehr viele auf Aquarellpapier gedrückt und die müssen wir ja auch irgendwann verarbeiten und solche Tests eignen sich ja hervorragend dafür. Nehmen wir mal das dann nochmal. Das ist jetzt kein Aquarellpapier. Wir nehmen jetzt erst einmal einen von unseren normalen. Aus der anderen Box. Machen wir uns jetzt hier so ein kleines Muster. Ja gut, ein bisschen besser könnte ich schon ein bisschen malen. Und dann einen von diesen neuen. Ich finde, die lassen sich gleichmäßig verteilen. Was man dann mit denen anstellen kann, mit dem Watercolor-Effekt. Wir kolorieren jetzt einmal mit dem Watercolor-Effekt. Ich habe auch den Tipp letztes Mal bekommen, mit Öl lassen sie sich auch hervorragend verteilen. Wir probieren es jetzt aus. Ich schnappe mir jetzt diese Mieze und werde jetzt da unten ein bisschen den Schatten da anzeichnen. Nehmen wir halt mit Absicht mal grau. Machen da ein bisschen mehr. Wir nehmen uns da einen Wassertankpinsel. Und machen das hier etwas feucht.
und versuchen eben, diesen Watercolor-Effekt herzustellen, indem wir das hier nass machen, das ein bisschen auflösen und dann hier verteilen können. Gut, das ist jetzt ein bisschen hellgrau, das ist jetzt ein bisschen blöd. Aber man sieht jetzt hier etwas. Ist zwar jetzt nicht so ganz toll gelaufen. Eine blaue Mieze. Dann machen wir hier. Jetzt habe ich ihr Augenringe verpasst, der Mieze. Ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, dass sie diesmal sich dann nicht so gut verwischen lassen. Könnte jetzt aber auch Einbildung sein. Okay, blau und grau ist jetzt das nicht so gut erkennbar. Hier sieht man, hier sind ein paar graue Schlieren. Das Blau hat sich jetzt nicht so gut aufgelöst, finde ich. Und jetzt da auf die Seite noch ein bisschen hin, damit man das vielleicht ein bisschen besser sieht. Also bevor es immer drauf geht, immer ein bisschen warten, bis es trocken ist. Hier habe ich es angezeichnet, hier den Schatten. Und hier drunter auch. Und dann habe ich das ein bisschen mit Wasser angelöst und habe das dann in die Mitte gezogen. Hier sieht man es jetzt wieder mehr. So ist der Watercolor-Effekt. Man kann jetzt sagen, es ist jetzt nicht so atemberaubend. Das kommt jetzt auch auf die Farbe an. Ich habe nämlich Farben, da sieht man fast gar nichts. Und dann habe ich wieder die kräftigen Farben, dann sieht man diesen Watercolor-Effekt mehr. So sieht jetzt mein kleines Probeergebnis aus. Naja. Jetzt schaut so, jetzt gefällt es mir schon besser. Auch wenn jetzt der Licht- und Schatteneffekt jetzt da total durcheinander ist. Ja, so geht es. So gefällt mir schon die Mieze schon viel besser. Grau-blau mal was Neues. Dann wollte ich das nochmal ausprobieren. Und zwar mit Öl. Ein Q-Tip. Dann hier ein bisschen Öl. Hoffentlich war das jetzt nicht zu viel Öl. So, und dann sollen wir angeblich mit dem da drüber gehen. Dann sollte sich das auch besser. Gut, ich habe jetzt wieder zu viel Öl. Und der Q-Tip ist jetzt in dieser. Also auf jeden Fall hat er Farbe angenommen, der Q-Tip. Und auf den ersten Blick, da geht es jetzt natürlich durch mit Öl, weil es einfach zu viel Öl ist. Und hier. Mit dem Öl schaut es jetzt momentan so aus. Wobei ich jetzt zu viel Öl genommen habe und jetzt ist es natürlich durchscheinend. Hehe, das ist wohl ein bisschen daneben gegangen. Also, ja, es löst sich zwar an, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es jetzt auch besser wird. Machen wir mal wieder eine lilane Katze. Ja? Das jetzt einfach nochmal ausprobieren. Man soll es jetzt mit Öl auch nicht übertreiben, weil dann wird es durchscheinend. Jetzt gucken wir mal. So, ganz überzeugt hat mir jetzt das Öl zwar noch nicht, aber wie gesagt, Übung macht den Meister. Es ist jetzt auch besser als das vorherige. Hab weniger Öl genommen. Man sieht, hier hat es dann bisschen hineingezogen, die Farbe gelöst und da rein. Hier einfach zu viel gewesen. So, dann machen wir dasselbe nochmal mit Wasser. Kräftige Farben kennt man eher. Wobei ich jetzt langsam glaube, dass ich den anderen Wassertankpinsel nehmen sollte. Er nimmt nämlich sehr viel Farbe an. Ja, ich würde jetzt sagen, das und das schaut jetzt in etwa gleich aus. Also ihr seht, lasst sich mit Wasser verteilen und mit Öl auch. Bei Öl aufpassen, nicht zu viel nehmen, sonst habt ihr das wie ich. Es ist durchscheinend und druckt sogar durch Aquarellpapier durch. Hier das da, gefällt mir jetzt im Endeffekt auch. Auch wenn es jetzt der Effekt dann nicht so ist. Das Einzige, was ich jetzt ein bisschen zu bemängeln habe, das ist mir jetzt beim letzten Mal dann nicht so aufgekommen, dass da, ihr braucht schon ein bisschen mehr Wasser als zum Verteilen. Also man ist von anderen Stiften gewöhnt, man geht drüber und dann kann man es super verteilen, das löst sich sofort und hier braucht es halt zum Verteilen
ein bisschen länger. Das ist jetzt auch ein Aquarellpapier vom Action. Könnte jetzt aber auch an dem Aquarellpapier liegen, dass man das hier nicht so schieben kann, die Farbe. Da müsste ich es dann auch mal auf einem anderen Papier ausprobieren, wie sich das da verhält. Also ich finde das jetzt nicht gelungen, weil ich sehe ja hier immer noch diese weißen Flecken vom Aquarellpapier. Das gefällt mir jetzt überhaupt nicht. Aber so habt ihr jetzt gesehen, man kann es jetzt mit Öl anlösen und mit Wasser. Und es kommt da öfters auch auf das Papier drauf an, wie das wirkt. Also immer verschiedene Papiere ausprobieren. Ich habe jetzt eh von dem Aquarellpapier nicht die glatte Seite benutzt, sondern die aufgerautere. Und die ist, denke ich mal, jetzt für diese Stifte jetzt nicht so unbedingt gut geeignet. So, wenn ich es mal, finde ich die super, die Stifte. Hier seht ihr das auch nochmal in der Methode auf glattem Papier. Dann machen wir das jetzt da auch nochmal hin. Dann probiere ich das jetzt nochmal schnell mit dem Stift aus. Machen wir mal eine Kugel. Und genau deswegen solltet ihr euch immer eine Farbkarte machen, weil die Farben teilweise sehr abweichen. Hier habt ihr zum Beispiel dieses ganz dunkle Lila. Hier erscheint es aber eher als ein hell Lila. Dann haben wir hier zum Beispiel auch das, weil hier sind halt da, wo halt das Licht drauf scheint, habe ich jetzt ein bisschen freigelassen. Und da sind halt diese harten Kanten und dann einfach ein bisschen drüber mit diesem helleren Stift, damit es nicht so krass ausschaut. Das ist natürlich nicht perfekt bei mir, ist ja logisch. Das ist jetzt bloß ein Ausprobieren. Dann schaut das so aus und ihr habt es jetzt auch da gesehen. Es ist jetzt auch so ein Lila. Und wenn ich jetzt hier so einen kleinen Ball mache, schaut der, finde ich, jetzt dunkler aus als der. Und wenn ich die jetzt zusammenhalte, oben, der für mich heller ist, hat eine dunkle Kennzeichnung und der untere, der für mich dunkler ist, hat eine hellere Kennzeichnung. Normalerweise würde ich jetzt annehmen, wenn ich so drehe, das ist der und der Stift, stimmt gar nicht, das und das. So kann man sich eben täuschen. Und wem der Watercolor-Ring-Effekt da nicht so gefällt, der kann es natürlich auch als normale Buntstifte hernehmen. Da finde ich die auch super auf glattem Papier. Ich finde die schön deckend auf dem glatten Papier und mir taugt's. Und der Watercolor-Effekt ist halt nur ja. Das war mein kleines Getestet-Video, wie das mit diesen Buntstiften ausschaut und was das jetzt für eine Box ist. Und ich freue mich wieder, wenn ihr in meinem nächsten Video mit reinschaut. Bis demnächst, eure Petra.